Eine wunderschöne Tageszeit. Ich bin der Wege und ich mache weiter. Anscheinend wurden wir in der letzten Folge ziemlich zusammengefaltet von dem Ford Trainer. Entsprechend habe ich mir mal erlaubt, Selimonika ein klein wenig zu leveln. Gerade so weit, dass die alle drei Attacken haben. Oh, ich habe in unserem Artbook gesehen, dass wir gegen Ermame gekämpft haben. So vom Spider würde ich sagen, ist ein Bodentyp, deswegen denke ich mal, dass Fungelchen da sehr praktisch sein wird. Bei dem Exant kann blühen, das ist auch schön. Das überrascht auch niemanden. Dann erkennen wir schon und der kleine Buchfink, Buchiflieg. Ruckzucki ist das, glaube ich, sein. Wir haben tatsächlich aber noch kein Luna Child. Das müssen wir ändern. Bringt nicht, dass sie irgendwie wirklich sinnvoll ist. Keine der Feen ist sonderlich sinnvoll, habe ich einen Eindruck. Die sind alle so schön für den Anfang, aber langfristig. Na, mal schauen. Ist auch viel spannender, ein paar nette Effekte zu haben. Nicht, dass das jetzt wirklich effektiv wäre, aber. Weil doch, ein Step. Ja, nicht effektiv, gar nicht effektiv. Okay, never mind. Das war's wert. Übrigens hat, glaube ich, noch niemand angesehen gehabt, was für ein Item Nasrin hat. Grünes UFO. Kann das was? Nö, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man es verkaufen oder so, aber... Apropos, wie steht unser Geld eigentlich? Ja, okay. Dann nehme ich mal an, dass die Leute nicht so sonderlich viele Trainer-Battles gemacht haben hier auf dem Weg. Ich gebe mir das einfach wieder zurück. Vielleicht tut es ja irgendwas. Ja. So, weiter im Text. Wir wollen Luna Child. Gebt uns ein Luna Child. Du bist kein Luna Child. Aber du bist Typ Feuer. Ach, Elemente sind toll. Ah, endlich. Sehr schön, sehr schön. Oh nein, ein Schaden. Das können wir nur tun. Wage ich es noch einmal? Naja. Es ist Level 4, das müssen die Easy Orbs eigentlich hinkriegen. Andere Richtung. Die andere Richtung? Warum kann man da nicht durchrotieren? Schlechtes Game Design. So, tada! Die Luna wurde gefangen. Weiter und so fort. Im Mund gibt Luna Child Kraft. Die ist das Gegenstück zu ihrer Freundin Sunny Milk. Jo. Nicknames sind irgendwie ein Russ. Luna Child, Luna Child. Luna Child. Weiß ich, ich habe irgendwie den Eindruck, als hätte sie so Nachtschatten, ein sehr langes Gesicht. Filter sind lustig. Ist wahrscheinlich
Von der Syntax her nicht ganz richtig, aber ist mir jetzt egal. So, du weißt jetzt Elenco. Na, wer kommt drauf, wie ich auf diesen genialen Namen gekommen bin? So, außerdem habe ich beim Grinden hier tatsächlich noch eine einzelne Riggle gesehen. Die scheinen also entsprechend selten zu sein. Ich will eine Riggle haben. Das ist der einzige Käfer in diesem Wald, der eigentlich voller Käfer sein soll. Mit einem Grund, weil ich kein Fan von den Feen bin. Es ist halt doch ein bisschen was schade. Keine Lust mehr. Das ist... Das ist Beast. Wollen Tiere nass werden? Eigentlich nicht, glaube ich. Ich möchte das nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Ja, das ist... wesentlich effektiver. Und den Kartauschen ist wichtig. Ja. Vielleicht kriege ich Funkchen ja noch ein bisschen was höher, bevor wir zurück ins Gym gehen. Ah, Riggle. Sehr schön. Wundervolle Musik, wundervolle Musik. Ich glaube, das dürfte auch tatsächlich für Level 8 reichen. Riggle durchwandert die Nacht und ist in der Lage, Insekten zu kontrollieren. Insektenziele wären sehr effektiv gegen sie. Ah. Wirkt nicht unbedingt abwegig. Ich hab nie überhaupt so kreativ zu sein. Aber wir haben schlimmere Namen. Wie wir alle wissen dürften. Das ist eigentlich nicht für Level gereicht, ey. Na dann. Ich weiß gar nicht, ob hier in dem Gras auch noch Nasriens und Togekos sind. Oder ob da zwischen ein anderer Pool ist. Gleich mal nachsehen. Ja. So weiter. Das ist auch Yamame, ne? Okay, das soll ein Mystier darstellen, okay. Hm, und dann. Ja, nein, ich wollte dich nicht noch. Nicht nochmal ansprechen. Okay, war mal interessant sicher, dass es irgendwelche... Komm, das ist doch ein 100 Spinnenkörper und ein Bein am Rand. Was soll das denn? Nun denn. So, ist hier irgendwas Neues im Busch? Sieht nicht so aus. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Blubber vom Sound her ein bisschen kaputt ist. Das knistert so. Oftmals kriege ich für euch ausgefiltert. Ohne dass der Rest ganz furchtbar klingt. Und 8? Ja, 8. Sehr schön. Gut. Ich habe keine Ahnung,
wie hoch die Yamamees da sind, aber wir werden ja sehen. Dabei haben wir Tränke dabei. Nö. Okay. Können wir uns Tränke leisten? Da ist der Markt. Ha. Ewig her, dass ich Blattgrün gespielt habe. Ja, Blattgrün, nicht Feuerrot. Trank. Reicht nicht ganz. Okay. Also ohne Trank gehe ich da nicht rein. Und Trainer zum Kämpfen finden. Willst du kämpfen? Nein, da war ich nicht. Ich muss unbedingt... Hilfe, ich werde entführt. Ich werde entführt. Hilft mir denn keiner. Hier ist das Museum. Ich muss bezahlen, um reinzukommen. Aber das ist es wert. Geh nicht rum. Geh around. Ja. Wir sehen uns. So, das passt besser. Willst du zufällig kämpfen? Es gibt nicht viele ernsthafte Bonka-Trainer hier. Das sind alles Käferfänger, was komisch ist, weil hier ist halt fast keine Käfer. Egal. Weißt du schon, Hobbyisten. Aber Brock ist nicht so. Kein Stück. Ja, ich glaube, hier will keiner gegen mich kämpfen. Mal Angst vor mir. Ha. Im Wald müssen noch ein paar Leute sein. Es ist so unglaublich spannend. Aber wenigstens geht's mit Sunny halbwegs schnell. Coole Idee. Bah. Das ist tatsächlich das erste Mal im Pokémon-Play, dass ich Geldprobleme habe. Das ist auch mal wieder was Neues. Wo ist das ganze Geld denn hin? Da irgendwer... Ja gut, ich meine, wir haben 14 oder noch mehr Easy Orbs. Also irgendwer hat da hart verschwendet. Shame on you, wer auch immer du bist. Bild? Rips. Ja, danke. Och, Leute. Okay, gut, das... Dann muss ich mir nicht kaufen. Ich freue mich. Also wieder zurück. Wie kann man denn... sowas vergessen? Okay, was war das? Keine Ahnung. Gut, ein Trank muss reichen. Die Spannung steigt. Wir können immer nicht laufen, das ist auch sehr traumhaft. Ach ja, ich sollte mir vielleicht mal ansehen, was die beiden können. Eben Neuzugänge. Genau. So. Okay, Natur. Kein Käfer. Okay, also nicht mal du bist ein Käfer in diesem Käferwald. Okay. Gut. Okay, du... Native ist also praktisch Käfer. Nee, Native ist... Quatsch, Overgrow ist Pflanze, aber so eine ähnliche Ability gab es doch für Kevin, meine ich auch. Schwarm oder so in Richtung? Ja, Tackle, okay, also noch nicht wirklich viel. So, und was kann Lodgeilt? Mitnahme ist praktisch. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die noch eine ganze Weile im Team bleiben wird.
kannst Kratzer sein. Wann ist Kratzer eigentlich Stahl? Was soll das? War Kratzer nicht eigentlich eine normale Attacke? Ich hinterfrag's einfach nicht. Und hat Obst dabei, das ist auch gut. Kann ich dir das Item direkt hier nehmen? Nö. Okay. Prinzipiell wäre Riegel gegen Bodenviecher praktischer, aber nicht auf Level 3. Ich habe gerade nicht so die Lust, sie nochmal hochzuleveln. Vielleicht schaffen wir es auch so. So. Yulein, gib mir, was du hast. Gib mir alles, was du hast. Muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was die ganzen Früchte machen. Bei den Namen her. Ah, okay, Konfusion. Das wirklich, ja. Warum macht man das so kompliziert? Was macht ihr eigentlich? Ich möchte wirklich ein Nassen haben, also tausche ich meine Gen für eine. Du bist wahrscheinlich andersrum. Ich tausche Bonica mit dem Kind da drüben. Ich hatte zwei Nasrens, aber ich dachte mir, ich kann auch eine austauschen. Chen gegen Nasrin, das ist nicht sehr populär, glaube ich. So, und einmal eine lange Strecke im Kreis laufen, weil das so spaßig ist und weil irgendein Stadtbaugenie sich dachte, dass da ein Zaun hin muss. Ich war heilen, ne? War heilen, gut. Dann schauen wir doch mal, wie es läuft. Bleib stehen, Kind. Du bist 10.000 Lichtjahre von Brock entfernt. Davon entfernt, gegen Brock antreten zu können. Ach, ja. Dann schauen wir doch mal. Bist du Boden, wie ich es mir dachte? Meint so. Gut, langsam ist jetzt. Kann praktisch sein. Okay. Okay, ich glaube, ich verstehe so langsam, wo wir verloren haben. Das ist verdammt nervig. Das greifst du ganz hier gleich an. Wenigstens das wird nicht geblockt. Okay, also nerviger geht's kaum. Man trifft nicht und wenn man trifft, dann nicht so hart. Ja, wobei Blubber ist ja eine Spezialattacke hier schon, meine ich. Also dürfte das egal sein. Oder? Ja. Blubber ist eine Spezialattacke. Gut. Zumindest da muss man sich also keine Sorgen mehr machen. Was kann ich? Gen-Status-Effekte weg, wenn man die Bonica tauscht. Ich will es mal hoffen. Level 9, auch schön. Hat Neues? Nichts Neues, okay. Ich lasse es einfach mal drauf ankommen, dass das funktioniert. Und Boden gegen Flug, Flug gegen Boden. Du auf jeden Fall nicht. Du hast nur Gast als tolle Attacke. Wind gegen Boden ist natürlich nichts. Ne, komm, bleiben wir bei den Feen. Wie du mir, so ich dir. Und noch einmal, weil es so schön war. Jetzt weiß ich, was
Macht Glut, ist Glut gut, was das angeht? Nö, überhaupt nicht. Okay. Also zurück zu Vogelchen. Zurück zu Vogelchen. Dass die Trainer so doof sind und nicht merken, dass es absolut keinen Sinn ergibt, Defense Call einzusetzen. Damals, als der KI noch nicht intelligenter war als der Mensch. Gute Zeiten, sehr gute Zeiten. 6. Ja. Passt schon. Das dürfte es gewesen sein. Sehr schön. Ihr müsst weg. Verdammt. Nicht da sind, nicht seid. Nicht da, sondern Längeangabe. Ja, das sind sie. Schade eigentlich, dass da nichts Intelligenteres reingeworfen wurde in den Dialog. Du bist ziemlich heiß, aber nicht so heiß wie Brock. Gay? Bei B, wir sind ja... Mary ist ja weiblich. Ist nichts falsch dran. Sich keine Möglichkeiten verbauen, ist durchaus eine Strategie. Betretenes Schweigen nach der Aussage. Heißer Rocco, mach dich gefasst, wir kommen. Also, gleich. Demnächst. Irgendwann mal. Hast du was zu sagen? Yokoto kam vom Mond. Zumindest sagt es das Gerücht. Yokoto? Keine Ahnung, wer das sein soll. Hallo, Rocco. Von hinten. Ha. So, du bist hier. Ich bin Rocco. Und ich bin der Arenaleiter von Jutta. Ich fällt gerade der deutsche Name nicht ein. Eine steinharte Willenskraft ist deutlich selbst in meinen Monika. Meine Monika sind alle steinhart. Und haben... True Grit, ja. Sind hoch entschlossen. Richtig. Meine Monika sind alle. Bocken alle. Du willst mich herausfordern? Wissend, dass du verlieren wirst? Ist die Ehre des Trainers, die dich zwingt, mich herauszufordern. Nun denn, zeig mir, was du kannst. Das ist nicht sehr episch, die Musik. Ach, steigert sich. Okay. Suika. Ah, du bist kein Stein. Ziemlich sicher. Inakkurat. Die Hörnchen passen doch gar nicht. Was soll das? Auf an Level 15. Ja, vielleicht hätte ich noch was mehr grinden sollen. Aber wir werden sehen. Okay, ist anscheinend doch irgendwas, wogegen was effektiv ist. Praktisch.
Hält sich noch im Rahmen. Das war aber auch Spezialangriff, meine ich. Also, ja. Bringt Gold da auch nicht viel. Ressourcennutzung. Eklig. Ah, wenigstens die Musik schön. Ich hoffe mal, die ist nicht copyrighted. So wie die im Kampf gegen unsere liebe Rivalin. Das könnte was unpraktisch werden. Hey. Okay, Karate-Kick war aber manchmal eine physische Attacke. Ja, gut, dann. War es wenigstens nicht ganz sinnlos, dass ich gegrölt habe. Und du bist weg. Das klang sehr schwer. Und 10. 10. Was macht Foresight? Okay, also... Yugi wird wahrscheinlich auch das ein... will nicht wechseln. Im... Badeanzug? Unterhöschen. Heiß. Kann ich mir kurz anzeigen lassen, was Foresight tut? Das bringt mir, glaube ich, zwar was mit Geist... Volks, ja? Ah, okay. Evasion runtersetzen. Ja, ich glaube, das wird hier nicht so unbedingt sinnvoll sein. Okay. Gut, das könnte interessant werden. Hilf mir, Sand, du bist das höchste Level. Für den Arsch, okay. Das ist wahrscheinlich nicht effektiv, ja? Ja, dachte ich mir. Verpulver ich Sana jetzt da noch rein. Dann bleibt ja nichts anderes übrig. Jetzt auszutauschen verliere ich mehr Moves mit. Ja. So, ich glaube, das wird dann wahrscheinlich eher weniger was werden. Aber wenigstens haben wir den ersten Trainer besiegt. Das ist doch gut. Wir fehlen jetzt nur das ganze Geld, das wir gesammelt haben. Nun ja. Gegen Boden? Konnte das irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ja. Okay. Darf ich aufgeben? Ich möchte gerne aufgeben. Ja, okay. Das heben wir uns dann, glaube ich, für den anderen Tag auf. Okay, vielleicht haben wir jetzt wenigstens eine Chance, wenn das trifft und sie dann demnächst nicht mehr trifft. Ja, never mind. Nee, das wird nichts. Ich verschwende da keinen Drang drauf. Child, rette uns. Ja.
Große Überraschung. Ja gut, es war nur 88, das geht noch halbwegs. Zurück zum Bonica Center, juhu. Gut. Ja. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Eigentlich wäre das relativ klar gewesen. Ja, ich glaube, dann grind ich noch ein bisschen was und schau mal, ob ich noch ein paar Trainer zum Battlen finde. Aber es bleibt definitiv dabei, dass Himmelfunkchen mainen sollten. Ich wollte gerade sagen, das hat jetzt sehr lange gedauert. Aus der Bahn. Also ihr könnt gerne abschalten, wenn ihr das mal sehen wollt. Hier passiert, glaube ich, nicht viel. Wobei, bist du? Wusstest du, dass sich Bonner kein Fickeln? Nein. Okay, dann noch ein Trainer-Battle. Zum Abschluss. Schlechte Wahl. Ganz schlechte Wahl. Ja. Wieder dazu. Gegen Elektro habe ich nichts, meine ich. Dann bleiben wir auch auf dem Bildschirm. Ne, es sind zwei Level Unterschied, aber das hätte eigentlich mehr sein können, sollen, müssen, tun. Ich beklag mich nicht. Lev, wundervoll. Nö, wir bleiben dabei. Gar nicht, es ist nicht effektiv, aber es stabbt. Und wie viel das jetzt Unterschied macht gegenüber dem normalen Tackle. Weil also Pfund ist es ja, nicht Tackle. Er tut sich nicht viel, okay. Nein, welch spannender Kampf. Okay, jetzt tut sich sowas. Das war das. Oh, ich hab verloren. Ja, das warst du. Wenigstens habe ich mal Fluss wieder reingeholt. Das ist schon mal etwas. Nee, ich muss zurück. Ich will den Trank nicht verschwenden. So wenig Geld, das wir haben. Ganz ehrlich, wer kauft 14 oder wahrscheinlich war es anfangs 15 oder noch mehr. Nein! Leute, bitte nicht. Das ist doof. Ja, wobei den Weg zurück kann ich euch eigentlich auch ersparen. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder dran bin. Und dann viel Spaß nachher bei der nächsten Aufnahme mit Jaro müsste das sein. Tschüss.